Die Frage, wie man von der Idee zum Projekt oder dann zu einem Unternehmen kommt, ist eigentlich recht leicht beantwortet. Es braucht zwei Dinge meines Erachtens. Den Mut, darüber zu reden. Okay, sagen wir drei Dinge. Es braucht drei Dinge. Ich glaube, es war die Zeit noch nie so gut und die Umstände und Rahmenbedingungen, um aus einer Idee ein Unternehmen zu bauen. Es gibt Medien wie Broadcasten, das nicht nur ein Medium ist, aber auch ein Ökosystem, das dich vernetzt mit den Playern oder selber hilft in der Fragestellung, was tue ich jetzt mit einer Idee? Wenn man eine Idee hat, die man unbedingt umsetzen möchte, kann es eine ordentliche Einstiegshürde sein, wenn man nicht weiß, wo man anfangen soll. Alle, die wir interviewt haben, haben diesen Gründungsprozess schon zumindest einmal hinter sich. Welche drei Dinge braucht es nun, um aus einer Idee Realität werden zu lassen? Man braucht den Mut, darüber zu reden, das Vertrauen in sich, das erreichen zu können und drittens die Ausdauer und damit auch die Zeit, das zu erreichen. Im dritten Bereich braucht es natürlich vor allem a Try and Error Bereitschaft, das heißt die Geduld eigentlich viel mehr, dass man mit Rückschlägen umgehen kann und sie trotzdem nicht von seinem Weg abbringen lässt. Es ist selten so, dass man jetzt eine Idee für einen Bereich hat, in dem man schon Professor ist. Das heißt, das Wesentlichste, was an mir oder uns sehr, sehr stark und immer sehr, sehr gut geholfen hat, war, mit Leuten drüber zu reden, die wirklich Ahnung haben. Es gibt Gründerzentren auf den Unis, es gibt Servicezentren bei der Wirtschaftskammer, es gibt Servicezentren bei den Banken, es gibt Akzeleratoren, Inkubatoren, Business Angels, es gibt andere Gründer, die jederzeit bereit sind, dir zu helfen. Das heißt, jedenfalls, wenn man eine Idee hat, mit jemandem reden drüber. Schritte machen und nicht warten, weil es kann schneller weitergehen, als man sich denkt. Man muss nur zu einem Event gehen, zu einem Medium gehen, mit jemandem ins Gespräch kommen, zu einem Inkubator gehen, einfach tun wollen und dann werden Dinge exponentiell passieren. Das ist heutzutage wirklich ein Segen sozusagen, dass wir diese Umstände haben. Es ist so viel Know-how draußen, so viele Leute, die bereit sind zu helfen, bis hin zu Mentoring zu übernehmen. Vorstehende von großen Corporates, die sagen, hey, ich will den jungen Leuten mein Know-how weitergeben. Andere Gründer, die sagen, komm zu mir, ich helfe dir. Wenn man natürlich jetzt in ein bestehendes System was Neues integrieren will, dann gibt es diesen durchaus menschlichen Aspekt des Widerstandes gegen Veränderung. Und das ist verständlich, aber nicht immer hilfreich. Jetzt ist dann die Herausforderung dort, von diesen Menschen dieses Wissen, das sie haben und ihre Perspektiven einzubauen, zu berücksichtigen, weil es an auf Steine und mögliche Hürden hinweist, die unmittelbar vor einem liegen. Das sieht man meist nicht, weil man ja dort hinschaut, dort will man ja hinkommen. Und das ist eine total schwierige Sache, dass man zwar das Wissen berücksichtigt, aber sie nicht überzeugen lässt, dass das, was man eigentlich vorhat, nicht funktionieren kann. Allerwichtigste ist, glaube ich, dass man selbst etwas verändern will. Ich möchte mit Freebiebox etwas wirklich ein Unternehmen von null auf aufbauen, das zum Erfolg führen und im Endeffekt auch ein Problem damit lösen. Ja, ich glaube, dass das Allerwichtigste ist, dass man weiß, dass das Ding ist, das man durchziehen will. Also dieser Glaube ans eigene Projekt ist das Allerwichtigste. Ja, und dann heißt es einfach doch auch viel Zeit investieren und viele Ideen zu Papier bringen und dranbleiben. Googeln, sich informieren, zu uns kommen, bei Broadcasten schauen. Also es gibt so, so viele Anlaufstellen heutzutage wie nie zuvor, wenn man aus einer Idee wirklich ein Unternehmen machen will. Und man muss dann aber auch so ehrlich zu sich selber sein, wenn man irgendwann einmal draufkommt, aus dieser Idee kann jetzt nach Einschätzung aller dieser Welt kein Unternehmen werden, dann wird es vielleicht auch einen Grund dafür geben. Und wenn man dann trotzdem glaubt, das kann was sein, dann einfach dranbleiben, weil vielleicht übersieht die ganze Welt was. Macht es einfach, setzt es um, nicht zu viel überlegen und irgendwie Pläne schreiben und dies und das, sondern einfach tun. Das war auch wirklich so meine Erfahrung. Man muss ins Tun reinkommen. Und zum Beispiel, viele fragen dann immer, okay, wo hast du dann irgendwie Investoren, Unterstützer, Teammitglieder und so. Das entsteht alles eigentlich nur, wenn man etwas umsetzt. Wenn man immer nur seine Idee bei sich im Kopf alleine behält, die auch niemandem erzählt, ist die falsche Einstellung. Man muss rausgehen damit, man muss den Leuten davon erzählen. Man bekommt irrsinnig viele Unterstützer, sobald man den Leuten irgendetwas zeigen kann. Deshalb haben wir mit Project 51 einfach mal losgelegt. Grüß euch, ich bin der Robert und ich bin für die Produktion bei Project 51 zuständig. Wir haben uns schon vor über einem Jahr das Ziel gesetzt, spannende und lokale Themen aufzugreifen und Monat für Monat aufzuarbeiten. Aber spannend allein reicht nicht. Ich bin der Meinung, dass man sich erst dann für ein Thema, in dem man gerade nicht zu 100% drin ist,
sich begeistern kann, wenn man gute Geschichten dazu hört. Wir als Filmschaffende beschäftigen uns viel mit Storytelling. Und gerade deswegen legen wir einen großen Wert darauf, dass unsere Interviews gut strukturiert sein und die Geschichten, die wir erzählen wollen, Hand und Fuß haben. Spannend wird's, weil wir dir als Zuseherin oder Zuseher auch einen gewissen Mehrwert liefern wollen. Wir wollen, dass du mit einer Info mehr aus dem Film rausgehst oder ein Verständnis für etwas hast, an was du vorher vielleicht noch nicht gedacht hast. Dabei wollen wir dir aber keine Meinung aufs Auge drücken, sondern dir nur zeigen, wohin es gehen kann. Und die Themen, die wir bearbeiten, sind lokal. Wir in Österreich haben zum Beispiel eine ganz andere Startup-Kultur, als es in anderen Ländern der Fall ist. Und das wollen wir so zeigen und so erklären. Aber wie der Moritz gesagt hat, werden wir auch für unser Projekt Unterstützer brauchen. Derzeit machen wir das auf eigene Faust und aus eigener Brieftasche. Und wir wissen, dass das auch auf einige Zeit noch so sein wird. Aber wenn dir gefällt, was du siehst und liest, dann schau bitte auf unsere Patreon-Seite, weil da kannst du uns mit sehr wenig Aufwand unglaublich viel weiterhelfen. Aber jetzt genug der schamlosen Eigenwerbung. Wir haben mit unserem ersten Monat Project 51 schon viel gelernt. Jetzt geht es noch darum, unser Handwerk zu verfeinern und weiterzuentwickeln. Nebst den allerwichtigsten Leidenschaft und schlussendlich Mut und eine gewisse Gelassenheit und Zuversicht und Leidenschaft für eigene Idee, sie auf den Boden zu bringen. Wenn ihr das habt, dann nur zu. Unterstützung gibt es heutzutage wie nie zuvor. Nicht aufgeben, dranbleiben und an sich selber glauben. Dann schafft man das. Und wir haben von der Mia einen tollen Tipp bekommen, wann überhaupt nichts mehr geht. Wir sind eine ganz tolle Marketingagentur. Sie können gerne zu uns kommen. Servus, danke, dass du dir unser erstes Monat angeschaut hast. Falls du ein Video unserer Reihe dieses Monat noch nicht gesehen hast, klick auf einen der Links auf dem Bildschirm und schau es dir an. Wenn dir gefallen hat, was du gesehen oder gelesen hast, schau weiter auf unsere Homepage p51.at oder auf einen unserer zahlreichen Social-Media-Kanäle, weil dort kannst du es auch voll leicht schreiben, solltest du Fragen, Wünsche oder Anregungen für die kommenden Monate haben. Baba!